Und wenn ich selber die Handlungskompetenz nicht besitze, als Lehrer oder wer auch immer, dann muss ich gucken, wen hole ich mir dazu, der mich dabei unterstützt, diesem Problem gerecht zu werden. Wir haben noch ein hohes Ansehen. Ja. Wir haben noch ein hohes Ansehen. Hilft Ihnen das? Ja, ich würde in Seminaren bin ich überzeugt, werden die Studenten große Ohren machen angesichts dessen, was Sie eben gerade gesagt haben. Aber die Wirklichkeit sieht mit Verlaub wirklich sehr anders aus. Und zwar gar nicht so sehr, dass Sie total Unrecht hätten, sondern als Pädagoge bin ich in einer Situation, wo ich es mit Schülern zu tun habe, die sich reiben wollen. Egal welcher Nationalität. Die wollen sich reiben. Und um sich zu reiben, um zum ersten Mal auch ihre Macht zu spüren, wenn sie im Pubertätsalter und so weiter sind, suchen sie sich Themen und Probleme heraus, von denen sie glauben, da sitzen sie am längeren Hebel. Das ist eine alte pädagogische Erfahrung. Ja, warum? Sie sitzen aber nicht am längeren Hebel. Moment, das ist, sagen Sie so einfach, das stimmt gar nicht. Ich muss nur permanent genug und lang genug auf denselben Punkt klopfen, dann wird man schon weich werden als Mensch und sagen, ich gebe es langsam auf. Und wenn ich ein paar Mal leider die Erfahrung mache mit der Frage, du hast wohl was gegen meine islamische Religion oder du hast wohl was dagegen, dass ich Türke bin oder sonst wie, oder Sie sind wohl Nazi, weil Sie mich jetzt auffordern, die Hausaufgaben zu zeigen, und ich habe damit Erfolg, der Lehrer wendet sich von mir ab und fragt die anderen nach ihren Hausaufgaben statt mich, dann habe ich aus meiner Sicht einen Erfolg und werde das wiederholen. Das Problem ist, ich muss, selbstverständlich, ich habe die Erfahrung gemacht. Aber im Endeffekt ist das ein Bildungsmisserfolg. Im Endeffekt sind das diejenigen, die nicht erfolgreich sind. Das ist doch ganz klar. Das ist doch gar nicht der Punkt. Da muss ich als Lehrer schauen, das ist der Punkt, das ist der wichtigste Punkt sogar. Wo steht der Handlungsbedarf und was muss ich tun? Und wenn ich selber mit dieser Situation nicht zurechtkomme, weil die Ausbildung oder die Fortbildung nicht ausreichend ist für diese heterogene Schülerschaft, dann muss ich eben an die Politik gehen, an den Bereich Bildung gehen und schauen, was muss ich hier bewegen, damit es sich ändert. Es reicht nicht, schwarz-weiß immer mit dem Finger auf irgendwelche Menschen zu zeigen. Aber Sie können es doch nicht delegieren. Sie haben doch ein hohes Ansehen da. Sie sind doch aufgrund Ihrer Herkunft und auch jetzt aufgrund Ihrer religiösen Kompetenz haben Sie doch ein viel höheres Ansehen, als wenn dann nur Bio-Deutscher da denen Einhalt versucht zu gebieten. Sie können es nicht nur theoretisieren, Sie müssen auch denen die Schranken weisen. Herr Wallraff, wenn ich Sie noch mal unterbreche? Bitte. Ich würde das Ganze, was Sie sagen, was sich so wohlklingend menschenfreundlich anhört, einfach mal übersetzen auf das Thema. Ich bin menschenfreundlich. Ja, ich auch. Vor uns sitzt ein junger Neonazi, 16 Jahre alt, und sagt, Heil Hitler, Herr Schenk, wie geht's Ihnen heute? Habe ich alles erlebt. Sofort würden Sie mir dann dasselbe antworten, wie ich mich zu verhalten hätte? Wissen Sie, was das einzig Richtige in so einer Situation ist? Das Erste ist, entweder du entschuldigst dich und sagst, ich bin kein Nazi, oder du gehst erstmal raus. Klar doch. Ja, das können Sie natürlich machen, was ich doch nicht will. Machen Sie das. Dieser Jugendliche... Sie haben doch selbst vorhin gesagt, die Deutschen... Ja, das ist der falsche Weg, jemanden einfach zu sagen, du entschuldigst dich, der weiß noch nicht gar nicht mal, wofür er sich entschuldigen soll. Ach mein Gott, Sie haben ja keine Ahnung vom Leben. Nein. Sehen Sie, ich als Türke sogar würde mit denen noch diskutieren. Habe ich gemacht. Ich ja auch, aber nicht in dieser Situation. Ich weiß, dass diese Situation manchmal so extrem sind. Der Weg ist klar zu sagen und eben da keine falsche Toleranz walten zu lassen. Nur wenn du diese falschen Auffassungen hast, dann müssen wir uns jetzt mal nett unterhalten. Und der Rest der Klasse hört mal weg. Wir haben jetzt mal 20 Minuten nur für uns zwei. So geht es ja nicht in der Schule. Wie geht es denn? Es geht so, dass erstmal gesagt wird, du hast eine Grenze überschritten. Das musst du deutlich spüren. Okay. Und deswegen gehst du, das ist meine Haltung, erstmal für ein paar Minuten raus, damit auch die anderen sehen, das hat sofort Sanktionen. Ist Gefahr im Verzug, ne? Sonst hat er gleich Mehrheit. Ne? Ja. Zweite ist, dass ich mir sehr wohl auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammen überlege, wie ich jetzt zukünftig mit diesen Schülern arbeite, diskutiere, wie ich die Eltern, ist doch gar keine Frage. Aber wenn Sie in solch einer Situation, da haben Sie meiner Meinung nach selbst falsche Ausbilder gehabt, die von Goodwill geprägt sind, wenn Sie in solcher Situation nicht durchgreifen, haben Sie keine Chance mehr.